Schön, dass Sie dabei sind bei NZZ Global, dem Auslandgespräch der Neuen Zürcher Zeitung. Noch heute gilt Vietnam als einer der dramatischen geopolitischen Konflikte des vergangenen Jahrhunderts. Am 30. April jährt sich das Kriegsende zum 40. Mal. Heute werfen wir deshalb einen Blick auf jenes Land, das damals zum Schauplatz eines der grausamsten Stellvertreterkriege zwischen Ost und West wurde. Dazu begrüße ich jetzt Manfred Rist via Skype bei uns. Er ist NZZ-Korrespondent für Südostasien. Guten Tag. Hallo. Herr Rist, Sie sind eben erst von einer Vietnamreise zurückgekehrt. 40 Jahre Kriegsende, wie begeht man das denn dort? Ja, man sieht rein äußerlich dann am Straßenbild. Die Straßen werden herausgeputzt, die Straßen sind geschmückt mit der vietnamesischen Flagge und mit der Flagge der vietnamesischen kommunistischen Partei. Man hat heute interessanterweise sehr wenig oder keine Animositäten gegen die Amerikaner mehr, gegenüber dem Westen überhaupt. Es ist also ganz klar eine Feier der Wiedervereinigung, es ist aber auch eine Feier der Nationalisten und es ist vor allem auch eine Feier der kommunistischen Einheitspartei. Jetzt ist ja dieses Land jahrzehntelang zerrieben worden zwischen Machtansprüchen der damaligen Sowjetunion und den USA. Spürt man im Land noch diese ideologischen Gräben, dieses Seilziehen? Nein, davon kann man heute nicht mehr sprechen. Sie haben die Sowjetunion erwähnt, die ehemalige Sowjetunion. Die ist weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Also Russland ist heute auch nicht einmal ein wichtiger Investor mehr in Vietnam. Die Moskau versucht sich zwar wieder ins Spiel zu bringen, aber das Blatt hat sich in dem Sinn gewendet. Also die ideologischen Grenzen sind überwunden in den alten Köpfen, vielleicht noch vorhanden, aber man spürt heute wenig davon. Könnte man so weit gehen, dass man sagt, eben Vietnam geht sehr wohl und sehr absichtlich eher in Richtung USA, also wendet sich ab von Russland in Richtung USA? Für unsere Generation ist das sicher eine überraschende Beobachtung. Und sie trifft zu. Die Vietnamesen, 70% der Vietnamesen sind heute unter 30 Jahre alt, das muss man sich vorstellen. Die meisten Vietnamesen haben keine aktive Erinnerung an diesen Krieg. Und Amerika war zwar ein wichtiger oder ein großer militärischer Feind, aber im Land selbst ist man gegenüber den USA, gegenüber den heutigen USA, erstaunlich positiv eingestellt. Und wenn ich diese Bemerkung machen kann, als Hauptrivale heute wird eigentlich die Volksrepublik China wahrgenommen, der Erzrivale und nicht etwa Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht, und nicht die USA, die in diesem Land, Sie haben es erwähnt, ja doch für sehr viel Leid gesorgt haben. Gilt da diese Westorientierung auch für den Großteil der anderen asiatischen Staaten, also jetzt ausgenommen von Nordkorea und China? Nun, die anderen asiatischen Staaten oder südostasiatischen Staaten waren eigentlich immer zu einem großen Teil westlich orientiert. Ich denke, die Philippinen. Thailand hatte immer sehr spezielle Verhältnisse zu den USA, Singapur auch, die Beziehungen zu Malaysia haben sich stark verbessert, Japan, Südkorea sind traditionell starke Alliierte, da war immer eine starke westliche Orientierung vorhanden. Gleichzeitig hat sich aber in den letzten Jahren, 20 Jahren, vielleicht 10 Jahre in gewissen Ländern eine gewisse Liebe zur eigenen Identität entwickelt. Ein starkes Nationalbewusstsein ist aufgekommen. Nicht nur in Japan, nicht nur in Südkorea, sondern auch in Ländern, die eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Indonesien. Da sind also, man hat gewissermaßen zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite eine große Sympathie für westliche Werte, für Amerika insbesondere, eine Bewunderung für Amerika. Auf der anderen Seite ein gestärktes Nationalbewusstsein. Um den Brückenschlag in die Aktualität zu schaffen, fällt momentan auch sehr leicht. Es vergeht kaum eine Woche, wo nicht im Mittelmeer ein völlig überladenes Schiff mit afrikanischen Flüchtlingen kentert. Jetzt kommt ja der Begriff Boat People eigentlich genau aus dem Vietnamkrieg bzw. von danach, wo über 1 Million Flüchtlinge versucht haben, sich vor dem Zugriff des Kommunismus eigentlich zu retten. Weiß man, was aus diesen Menschen geworden ist? Sind die zurückgekehrt in ihr Land oder leben die nach wie vor in der Diaspora?
Also die meisten sind ja umgesiedelt worden, haben sich niedergelassen. Hauptaufnahmeland waren die Vereinigten Staaten, das beliebteste Aufnahmeland damals. Und es hat sich aber insofern eine Entwicklung ergeben, dass eben viele dieser Ausland-Vietnamesen wieder zurückgekehrt sind oder zumindest zeitweise wieder zurückgekehrt sind, zum Teil aus familiären Gründen, zum anderen Teil auch, weil sie Investitionsmöglichkeiten sehen und in den USA oder in anderen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, eine sehr gute Ausbildung erfahren haben. Weil Sie vorher die Investitionen angesprochen haben, in welche Wirtschaftsbereiche in Vietnam würde es sich denn lohnen, heute zu investieren? Wovon lebt denn das Land? Also die vietnamesische Regierung versucht, die jetzt Investitionen in höherwertige Industriebereiche anzulocken. Das sind vor allem Elektronikfirmen, die Elektronikindustrie, also Samsung oder LG, südkoreanische Unternehmen sind sehr stark vertreten, aber es ist noch viel Entwicklungspotenzial vorhanden. Man will gewissermaßen dem chinesischen Beispiel folgen, aber auch die Pharmaindustrie, man setzt auf die Pharmaindustrie. Und man darf auch nicht vergessen, dass rund 60% der vietnamesischen Bevölkerung noch in der einen oder anderen Form in der Landwirtschaft tätig ist. Im Übrigen hat man natürlich enorme Fortschritte gemacht in Rohstoffproduktion, also Kaffee, Pfeffer. Es gibt eine gewisse Erdölförderung, Reisproduktion. Hier sind enorme Fortschritte erzielt worden, die unter anderem auch dazu beigetragen haben, dass Vietnam, die Armutsquote in Vietnam sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Manfred Rist. Ihnen danken wir fürs Zusehen und hoffen, Sie bleiben dran. Alle relevanten Informationen, Daten, Fakten, Analysen rund um Vietnam und den Raum Südostasien können Sie jederzeit wie gewohnt nachlesen auf nzz.ch. Thank you.